Ich bin's wieder, eure Rose Fröhlich, eure Ernährungstante heute mit dem Thema Fett und Kohlenhydrate. Was davon ist tatsächlich besser zum Abnehmen? Also, es ist so, dass die Fette in der Regel den Blutzucker nicht erhöhen. Also Fette zum Beispiel in Milchprodukten. Es geht nicht um die Fette wie Butter und Margarine, die erhöhen den Blutzucker sowieso nicht. Die sind als Streichfett schon wichtig, wenn ich sie einbaue. Aber von Butter und Margarine nehme ich nicht in der Regel zu. Natürlich ist es immer eine Kalorienfrage des Tages. Es ist immer die Frage, wie viel Fett ich überhaupt, also vor allen Dingen auch gesunde Fette einbaue. Aber ich möchte auf die Fragestellung Milchprodukte und Fett eingehen. Ich werde ganz häufig in der Praxis gefragt, kann ich fettreichen Quark essen, also 40-20-prozentigen? Kann ich Käse einbauen mit einer höheren Fettstufe? Kann ich Joghurt nutzen, griechischen Joghurt mit 10%? Was ist da möglich? Oder Frau Rosefried, ich muss sie immer irgendwie ganz mager essen, 0,3. Also gute Botschaft, nein, müsst ihr nicht. Gibt neue Studien seit 2, 3 Jahren schon, dass die Milchprodukte angehoben werden können, also die Fettstufe in den Milchprodukten. Das heißt Quark, Joghurt, Naturjoghurt kann mit 3,8 gerne gegessen werden. Natürlich alles, was ihr geschmacklich mögt. Ihr könnt Quark mit 10%, ihr könnt Quark mit 20, 40% nehmen. Bei Käse gibt es die Empfehlung Fett in Trockenmasse 45%, weil die Trockenmasse können wir nicht essen. In Wirklichkeit essen wir immer die Hälfte. Das heißt, wenn ihr 60-prozentigen Kammwert kauft, esst ihr in Wirklichkeit meistens 30%. Also man kann das einfach durch zwei teilen. Wenn ihr 45-prozentigen Käse habt, dann könnt ihr in der Regel davon ausgehen, dass ihr ungefähr 22% Fett esst. Also alles gar nicht so schlimm. Fett, Käse, Fett in Trockenmasse kaufen und genießen und das passt. Warum? Der Fettanteil lässt den Blutzucker nicht ansteigen und der Fettanteil ist die Struktur, dass der Körper daraus sozusagen Sättigungseffekt macht und die Eiweißquelle kommt, wenn ihr fettreiche Milchprodukte gerne einbaut. Bei Milch ist das ähnlich, da ist ja auch ein Anteil Milchzucker drin und ihr könnt an der Stelle gerne auch 3,8%ige Milch nutzen. Am Ende muss man natürlich ein bisschen auf die Tagesbilanz gucken, aber in der Regel, in der Praxis, wenn wir das ausprobieren, funktioniert das super, weil Ziel ist, Eiweißquelle einbauen. Und es ist immer noch besser, ein Glas Milch zu trinken oder Joghurt Quark mit Früchten zu essen, Hüttenkäse pikant mit Gurke zum Beispiel oder ein Kräuterquark zum warmen Essen dazu, weil die Eiweißquelle kommt. Und daher ist der Fettanteil nicht entscheidend. Also baut es gerne ein. Ihr Lieben, denkt dran, Plus weg. Abo abschließen, je nachdem, wo ihr für mich unterwegs seid. Ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal und denkt an die Kommentare. Schreibt mir rein, was ihr gerne wissen wollt. Liebe Grüße, eure Sandra.